Gut, da bin ich dann wieder. Ich hoffe, der Sound ist nicht zu laut. Und ihr hört doch, wenn ich was sage. Ich werde ja auch ein bisschen lauter reden. Gut. Dann... Also ich werde jetzt jeden Part so zwischen 10 und 15 Minuten machen. Mal schauen, wie es ausgeht. Ja, ich denke mal, wir nehmen die erste Quest an. So, also Ausrufezeichen heißt immer Quest. Ihr müsst weiter zur Enklave der Esterianer. Aber von jetzt an seid ihr auf euch gestellt. Sagt ihnen, dass der Alchemist Torchlight zerstört hat. Und warnt sie, denn er ist auf dem Weg zu ihnen. Wenn er nicht schon dort ist. Gut, jetzt haben wir unsere erste Aufgabe. Goldbelohnung kriegen wir da 336 und XP 1400. Und natürlich können wir uns dann eine neue Waffe aussuchen. Ich werde später natürlich versuchen, auf irgendwie ein Gewehr oder so zu gehen. Was wollte ich jetzt noch sagen? Genau, zwischen 10 und 15 Minuten und schauen einfach, wie es läuft. Was mir mal einer gesagt hat, man sollte ja gleich am Anfang die ganzen Dinge hier zerstören. Denn wenn man Glück hat, kommt dort schon etwas raus. Ich brauche mehr Mana. Ach, war wohl nicht der Fall. Gut, okay. Jo. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Ich werde natürlich versuchen, alles immer aufzulaufen. Dann schauen wir einfach mal, ob das wirklich besser ist oder so wie die Leute sagen für Diablo 3. Gut, ich habe Torchlight 1 schon gezockt, aber nicht sehr intensiv. Ich fand es ab und zu witzig. Es war irgendwie so Pausenfüller für mich irgendwie. Okay, leichten Waffenrock. Hauen ganz schön rein, die Fertigkeiten. Und wie gesagt, sterbe ich, dann ist es aus. Dann muss ich neu anfangen. Hier haben wir eine Truhe. Gut, dann schauen wir mal, was wir bekommen haben. Ah, ja, das ist schon mal ganz gut. Die macht mehr Schaden auf alle Fälle. Und ich, ja, Gewehr, ich finde das mal ganz cool. Gut, ja, dass ihr es geschafft habt. So. Gut, am Anfang sind es noch richtige One-Hits. Hey. Na, also geht auch. Nicht dauernd weglaufen. Ah, wieder eine Truhe. Leichte Kapuze. Können wir mal schauen. Mhm. 16 Gesundheit ist natürlich schon mal ganz gut. Cool, wie die fliegen. Oh, okay. Was habt ihr hier zu suchen? Ihr habt mir das Leben gerettet. Ich dachte schon, diese Rattlinge wären mein Ende. Ah, okay, jetzt können wir uns das aussuchen. Und zwar, was nehmen wir da? 1 auf Rüstung gegen Körperschäden. 4 Körperschäden. Ah, das ist fürs Tier. Giftpanzer, Geziefer, Identifikationsmarke, verzauberte Maske. Nur Begleiter können Begleiter... Marken tragen, okay. Was haben wir hier? 28, da macht er macht mehr Schaden. Okay, gut. Dann werden wir mal das hier nehmen. Und gleich mal schauen. Irgendwie war das mit dem Hund ausrüsten. Ich glaube hier, ja genau. Dann kann man das hier oben reinlegen. Und schon ist mein Felix ein bisschen stärker. Ja. Und ich glaube, ich kann mir Punkte vergeben. Genau, Charakter. Ja, ich werde wahrscheinlich Geschick brauchen, denn
Ja, Geschick für den Jäger, ist ja klar. Dann schauen wir mal, geben wir mal alle Punkte da drauf. Was haben wir hier? Hier kann man jetzt eine neue Fertigkeit nehmen und das ist die hier und die ist auch genial. Ich weiß nicht mehr, ich glaube mit Tab konnte man wechseln, ja genau. Wohl neu hier, was? Ja genau, das ist cool. Ja, da macht man so richtig viel Damage rein, die ganze Sache. Ich brauche mehr Mana. Ich habe nicht genug Mana. Totschläger, den braucht auch niemand. Also wir zumindest nicht. Leichte Stiefel. Auch wieder irgendwie mit Magie versehen, so wie es aussieht. Ah, die hatte schon an. 5 Mana. Gut, ich weiß nicht. Mana brauche ich eigentlich nicht. Felsen, da kommt ein Heiltrank raus. Das haben wir hier. Zauberstab. Ja. Ah, wieder eine leichte Kapuze. Ah, okay. 3 Körperschaden haben wir schon was an davon. Bonus auf Attribut Stärke und 1 auf Rüstung wegen Körperschäden. Ja, jetzt ist die Frage. Stärke brauchen wir ja eigentlich gar nicht als Outlander. Und wieder eine Stufe. Ich kann schon wieder Punkte vergeben. Und natürlich erstmal ein bisschen was auf das, was ich brauche. Euer Expertise erhöht den Schaden mit allen Fernkampfwaffen, Bögen, Armbrüste, Pistolen und Zauberstäbe. Wir haben eine erhöhte Schussweite. Okay. Faustbüchsen. Faustbüchsen? Das heißt, das sind Faustbüchse. Faustbüchse wird das sein, was ich gerade habe, also brauche ich das eigentlich noch nicht. Dann setze ich das mal nochmal hier drauf. Ab Level 7 ist dann das für die Faustbüchse verfügbar. Da oben haben wir noch einen. Natürlich alles töten, was hier rumrennt. Ups. Ja. Gut. Ja, dann schauen wir mal, was wir hier so finden. So, was haben wir hier? Okay. So, hier haben wir alles. Hier verschlossene Truhe. Okay. Braucht man wahrscheinlich einen Sonderschlüssel. Ah, unser ersten, ja, Boss oder was auch immer getötet und der hatte dann Schlüssel. Und genau, leichte Kapuze. Tipp. Ihr habt einen sockelbaren Gegenstand gefunden. Durch das Sockeln von Gegenständen werden eure Waffen und Rüstungen mit neuen magischen Eigenschaften ausgestattet. Wenn ihr einen Gegenstand mit Sockel findet, könnt ihr Edelsteine einfach auf dem Gegenstand ablegen. Okay.